Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Staffel 6. Und ich brauche noch eins Markt. Ach, hier ist er. Der hinten? Fleischer. Du hier? Nee, das war sie nicht. Aber das war die. Das ist die Frau. Aber ich habe sie ja bei deinem Vater gekauft, ja. Bei deinem Mann. Wo war er denn? Ich hab was gekauft hier. Wo hab ich den Handel? Bei dem hier? Bei den Schrapnellen? Hier, Fischer? Nee. Jetzt hab ich den aus den Augen verloren. Uiuiuiui. Bei dir? Nein, Bauer. 21 Weizen. Ja, ich hab ein bisschen was. So, jetzt biete mir was Schönes. Cool. 9 Kürbisse? Ja, das passt. Ja. Ich wollte etwas Nachsicht, bitte. Ich wollte Erde holen. Fichtenholz. Wir brauchen viel Fichtenholz. Ich lege mal das andere in die Großtruhe. In die Großtruhe. Hat sich der Max das schon abgeholt? Ja. Nee. Hat er nicht. Hat er noch nicht. Er war wahrscheinlich bisher noch nicht wieder da. In die Großtruhe mit dir. Zack, 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 zerab. Ne, das nehme ich mal mit. Oh ne, hier. 64er Stack. 3 Brote. Tun wir die mal hinzu. Und nehmen die mit runter. Dann das Erdö. Erdö haben wir hier auch noch. Eine Schaufel. Ofen. Kies. Das lassen wir auf jeden Fall hier. Das brauchen wir keineswegs. Ich wollte gerade sagen, es ist dunkel. Aber das ist nur der Schatten. Da tun wir das schnell hier mal. Zack, zerab. So, das Fichtenholz brauchen wir auf jeden Fall. Und dann brauchen wir noch Erde. Erde ist hier. Ne, hier nicht, aber ja. Grobe Erde. Aha. Aha, aha, aha. So. Aha, aha, aha. Ich. Guten Tag. Uiuiui. Ja, was möchten Sie? Was? Nein, das kann nicht sein. Erstmal was essen. Was? Ich muss das essen. Sie wollen auch was? Ich habe hier Brote für Sie, ja? Gucken Sie. Hier. Brote. Bitteschön. Ja. Okay. Das ist mysteriös. Der gute Mann, der hat mir gerade gesagt, dass im Norden des Landes eingebrochen wurde. Und zwar in Menglen. Da wurde eingebrochen. Und da wurde der Schatz geklaut aus Menglen. Also die Dorfwohner hatten irgendwie so ihr Hab und Gut allen gemeinsam irgendwo versteckt. Sodass niemand da dran kommt und dies wurde geplündert. Da müssen wir uns in den nächsten Folgen mal aufmachen. Ich habe auch noch eine Quest von lieben Nils Gartenzaun. Baumgartner heißt der, glaube ich. Oder Zaungartner oder irgendwie so. Und der Enrico hat das liebe Spiel betreten. Upsala. So. Aber guten Abend. Guten Abend. Lieber Enrico. Enrico. So, da müssen wir. Bevor wir das machen, der Enrico hat. Er flüstert zurück. Super. Der Enrico hat uns unsere hier
Eseline zurückgebracht und Hase. Niedlich Hase. Die Ute, die gute Ute. Müssen wir mal nachschauen, ob die gute Ute auch wieder zurück ist. Wohlhaben. Gucken wir doch gleich mal. Ja, guck mal, die Ute ist hier. Guten Tag. Hat sie auch was drin? Nee. Aber guck mal hier, ein Leder für die Reserve. Ne? Das hast du verdient. Ja. Ich möchte hier raus. Ja, die Ute. Ja. Schön streicheln. So. Guten Tag. Ja, mit meiner Nadel da drum. Mit dieser Nadel, da habe ich empfangen. Ich habe ein Signal empfangen. Und zwar kann man mit dieser Nadel unglaublicherweise auch ITV empfangen. Hätte ich nie gedacht. Ich muss mal die Wegpunkte ausschalten. Wegpunkte. Die Wegpunkte. Noch irgendwas grün? Nö. Sind schon ein paar viele Wegpunkte. Ja, diese Häuser hier. Guckt euch sie an. Das sind ganz schöne Konstrukte. Und wenn ich hier so aus diesem Fenster schaue, von unserer Herberge, wie heißt die? Herberge zur Postkutsche. Da fehlt auch die Rezeption. Wenn ich da hier so hinten rausschaue und ich dann mir so überlege, dass hier noch überall Dächer rankommen, das schaut schon hübsch aus. Vor allem von weiter oben. Von hier vor allen Dingen, ne? Hier sind übrigens noch keine Glasscheiben drin. Aber wenn man dann hier so rauslunscht, dann hinten so bäm, auf dem Hafen guckt, das schaut schon hübsch aus, ne? Oder so hier. Man steht ja so da und guckt ja hinter. Guck mal, das ist Netherportal. Aber das sieht man dann alles gar nicht. Da ist noch ein Stück Stadtmauer. Und hier auf dem Berg, da werden überall auch noch Häuser entstehen. Aber das zu später Sekunde. Zur späteren Sekunde. So. Hier ist ein großer Wegweiser. So, das ist ein Wohnhaus, ein kleines. Ein kleines, feines Wohnhaus. Da ist ja auch jemand drin. Hier wohnt jemand drin. Super. Und hier steht auch ein Bett. Das werden wir demnächst wahrscheinlich einrichten. Demnächst. Ich gehe jetzt zum Kloster. Das ist nicht das Kloster, aber das ist der Friedhof. Darum habe ich das in der letzten Folge auch abgerissen, das Schild. Das ist ja der Friedhof dort hinten. Hier ist eine kleine Kapelle. Da hinten ist das Rathaus. Das muss man auch noch weiter bauen. Auf jeden Fall. Große Baustelle wird das werden. Mega fette große Baustelle. Hier am Tower entlang. Wirklich ein Riesengebäude, ne? Wenn man hier mal hochguckt. Ja. Ein Riesenstück. So, wir müssen jetzt hier etwas terraformieren. Denn hier wird ungefähr zu dieser Seite. Guten Tag. Wer hat mich jetzt hier verschoben? Zu dieser Seite wird ein Haus hinkommen. Und zwar wird das ja hier vorne auch anschließen. Und geht dann. Ist irgendwas unsichtbar. Ich zücke meine Axt. Wo war es? Das Unsichtbare. Ich schleiche mich heran. Ich hab da hier gerade was weggeschoben. Meint das dieser mysteriöse?
dass sich hier ein unsichtbarer Feind irgendwo hinschlägt. Er hat das herausfinden. Ich schlafe hier erstmal. Kann nur nachts schlafen. Hier sind unsere schönen lilanen Schafe. Hinten ist der Leuchtberg. Ja, ganz ruhig sein. Da hören wir es rascheln. Und Enrico muss noch schlafen. Aber es ist noch nicht Tag. Oder können wir hier aufstehen? Ja, aufstehen können wir. Mal kurz hier sagen, dass es Nacht ist. Wenn er nicht gar auch aufnimmt, kann ja auch sein. Das kann ja auch sein. Ah, ich liege doch bereits. Super. Und ja, das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao, ciao, meine lieben Freunde. Tschüss und tschüss.